Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ihr seht, es regnet in Strömen. Nicht nur hier, auch im Spiel, also das passt diesmal wenigstens, sonst ist es ja immer nicht so genau. Und wir haben mal was vorbereitet, denn ein neuer Monat hat begonnen, jetzt ist ja Dezember. Und ihr wisst, jeden Monat gibt es natürlich besondere neue Feldforschungen, Forschungsdurchbrüche, die Aufgaben, die variieren immer, die ändern sich permanent. Vor allem auch die Durchbrüche, die ganze Zeit gab es ja jetzt Ninja Tom im November. Alles stand unter dem Motto Käfer. Jetzt haben sie sich wieder was ganz Besonderes einfallen lassen. Nicht nur mit dem Community Day, wo ihr also alle vergangenen Viecher bekommen konntet, die es bisher gab, sondern auch den Dezember-Feldforschungsdurchbruch. Könnt ihr nochmal Arctos, Zapdos, Lavados, Entei, Suicune oder Raikou erhalten. Da gibt es nichts Bestimmtes, das ist dann einfach hingewürfelt. Durch Zufallsprinzip bekommt ihr eins dieser sechs legendären Viecher. Wie die anderen Aufgaben aussehen, weiß man jetzt noch nicht genau, aber natürlich wird es auch wieder eine neue Pandir-Quest geben, denke ich mal. Denn der Brian hat uns gezeigt, das erste Pandir ist schon aufgetaucht. Die Form Nummer 6 ist jetzt also draußen. Ihr wisst ja, jeden Monat gibt es da wahrscheinlich ein neues Pandir. Und das sieht richtig genial aus, weil das genau zwei rote Augen hat, wie man sieht. Also das ist ja sowieso immer schon drauf und betrunken und bekifft und alles gleichzeitig und torkelt rum. Diesmal passt es richtig dazu mit diesem Blick. Dann ganz wichtig, es ist ja immer noch dieses Community-Wochenende bis zum 3. Dezember. Heute ist also Sonntag, heute könnt ihr noch den ganzen Tag und bis Montag früh um 8 die vermehrten Pokémon der vergangenen Community Days fangen, natürlich auch in ihrer schillernden Variante. Und selbst wenn ihr keine Shinies bekommt, könnt ihr euch natürlich noch die Spezialattacken holen, die es die ganze Zeit gab. Am wichtigsten natürlich immer noch Despotar mit Katapult, Steinkanne, was eben so zum besten Steinsangreifer wird. Wer die anderen noch nicht hat, ich habe mir damals zum Beispiel das 100% Ampharos entwickelt, aber erst nach dem Event, weil ich Drachenpuls sinnlos fand. Ich habe noch ein zweites 100er, vielleicht mache ich da trotzdem noch eins mit Drachenpuls, dass das wenigstens die exklusive Attacke hat. Ja, ansonsten Metagross mit Sternhieb ist natürlich richtig gut. Dragoran mit Dragometer ist jetzt, glaube ich, nicht so der Bringer. Da ist, glaube ich, Wutanfall besser, weil das öfter einsetzbar ist. Ansonsten muss da jeder schauen, was er mag, was er nicht mag, was er hat, was er braucht. Das könnt ihr also ganz belieben, entwickelt aber das noch am Wochenende bzw. bis Montag spätestens 8 Uhr, dass ihr da alles habt und euch nichts entgeht. Dann hatten wir heute früh natürlich gleich einen Despoter-Raid, was ich natürlich auch jedem empfehlen wollte. Ich sage ja immer, baut euch eine Despoter-Armee auf und nehmt jeden Despoter-Raid mit, eins der besten und stärksten Pokémon immer noch. Und jetzt natürlich, bevor ihr ein Lavita entwickelt mit 125 Bonbons für die Attacke, könnt ihr direkt natürlich aus einem Raid ein Despotar bekommen, was eben auch schon Katapult als Attacke hat. So spart ihr euch die 125 Bonbons, könnt sogar noch 20 Bonbons mitnehmen, wenn ihr es mit gelber Beere fangt. Habe ich natürlich verpasst heute früh. Ganz neu auch Details zum Kampfsystem wurden herausgebracht. Darauf warten ja die meisten Leute schon, das PvP, dass man endlich kämpfen kann gegeneinander, nicht nur in Arenen, sondern auch mit anderen Spielern. Wie ihr seht, gibt es also dann drei Ligen, die veröffentlicht werden. Die Superliga, die Hyperliga und die Meisterliga, genau wie Superball, Hyperball und Meisterball, den es ja noch nicht gibt. Aber so sind dann auch die Ligen unterschieden und das geht dann geordnet nach den WP-Anzahlen. In der Superliga findet ihr also Pokémon bis 1500 WP, könnt ihr da antreten. In der Hyperliga bis 2500 und in der Meisterliga gibt es keine Grenze. Da könnt ihr also alles mit reinnehmen. Bestimmt auch Ninja Tom, mit dem man eh nichts machen kann. Und finde ich gut, dass das natürlich unterteilt ist, damit auch die, die nicht so starke Pokémon haben von dem WP oder neu angefangen haben, eine Chance haben, erstmal in der ersten Liga ein bisschen was zu machen gegen andere. Und ja, wie das genau dann alles aussieht, wird man noch sehen. Ihr müsst euch also immer für eine Liga entscheiden vor dem Kampf. Wählt dann euer Team aus, was also aus drei Pokémon besteht angeblich. Könnt ihr drei Sachen nehmen und da ist ganz entscheidend natürlich die Typ-Effektivität, denke ich mal. Ja. Angeblich sind IV dann nicht so berauschend, aber wenn ihr da was habt, was richtig reinknallt, den Gegner überrascht, habt ihr da gute Chancen. Wird also alles sehr taktisch von der Hand gehen.
Deswegen freuen sich da die meisten drauf. Aber bis jetzt gibt es noch nichts Genaueres. Muss man dann sich mal anschauen. Das gehört jetzt nicht hier rein. Genau. Aber das noch, denn wie jeden Monat, wenn natürlich die neuen Feldforschungsaufgaben kommen und alles, gibt es meistens auch ein neues Shiny. Und diesmal auch wieder. Denn seit gestern gibt es einfach mal Traunfugil als Shiny-Pokémon, wie ihr hier sehen könnt. Am 1. Dezember eingeführt, zusammen mit der Forschung im Dezember. Das könnt ihr euch jetzt also auch holen. Gibt's auch in Raids, gibt's aus Eiern, gibt's wild, gibt's aus den Feldforschungsaufgaben. Und ja, das war's jetzt aber mal von hier. Kleine Infofolge wieder mal zwischendurch zusammengefasst, was sich die ganze letzte Zeit so getan hat. Es war ja ein bisschen ruhig, das Community Day Wochenende läuft immer noch. Und ja, wenn das dann vorbei ist, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.